Das ist der Übersichtsplan für das Wochenende vom 23. bis 25. Februar. Und die startet natürlich mit der Premier League und mit der Bundesliga-Prognose an dem Freitag. Und zwar spät angesetzt diesmal, weil ich es noch vorbereiten muss. Die Bundesliga-Prognose um 17 Uhr und die Premier League Darts. Die Ergebnisse zum vierten Spieltag um 17:45 am Abend, beziehungsweise Vorabend. Dann an dem Samstag. Ihr seht ja, Professor Witzwitzel haben wir zwar durchgespielt, aber ihr habt ja gestern Nacht noch gesehen, dass einige Bereiche noch nicht bei 100% waren. Deswegen werden wir die auch nochmal zu Ende bringen und gucken, ob das hinhaut. Und dann werden wir eine große Talkrunde machen. Ihr seht, ich bin wieder nicht gekommen zu der, zu den Turnieren von Darts, die wir noch zu besprechen haben. Das werde ich alles in eine große Talkrunde machen. Ich gehe davon aus, dass ich das in einzelnen Videos machen würde, aber es wäre auch mal geil gewesen, das in einem Livestream zu machen. Dann können wir wirklich pausenlos reden. So mache ich das jetzt in Einzelvideos, denke ich mal, ab 8:30 Uhr. Das meiste ist schon fertig. Ein paar kleine Vorbereitungen werde ich mir noch vornehmen. Und dann können wir wirklich ohne Probleme das auch am Samstag um 8:30 Uhr durchziehen, wenn ich früh aufstehe. Und ich werde mich auch dazu hinzwingen. Und ihr seht ja, worum es geht, und zwar um die ersten World Series Turniere von Bahrain und von den Niederlanden, die Einführungen dazu und die Ergebnisse. Und natürlich steht immer noch das erste große Major unter, ja, Besprechung, sage ich mal. Die Einführungen gibt es dazu und auch da die Ergebnisse. Und dann an dem Sonntag werden wir dann das machen, was wir letztes Mal nicht gemacht haben, und zwar Minecraft spielen, 5 Videos lang ab 14:45 Uhr. Dann werden wir eine kleine Einführung zum Thema Darts wieder machen. In die UK Open Darts, das erste große Ranglisten-Major-Event in diesem Jahr. Ein Turnier mit 160 Teilnehmern, also bis zu 160 Teilnehmern, die da mitspielen um den Titel. Und da werden wir auch dann in die Einführung gehen, wie da der Modus gespielt wird und, und. Das ist nämlich so das Turnier, wo hauptsächlich die Runden nur ausgelost werden. Also da kann man sich auf richtig spannende Spiele dann auch freuen. Das Ganze werden wir 12 Uhr mittags besprechen und dann natürlich der Wochenendplan 1.3. bis 3.3. Das heißt, das erste Märzwochenende, wenn man es dann schon will, werden wir dann besprechen um 18 Uhr. Das ist der Plan. Das wird diesmal nicht vernachlässigt hier, diese ganzen Sachen. Minecraft hatten wir dieses Wochenende vernachlässigt, dafür haben wir Professor Witzwitzel nicht vernachlässigt, das haben wir jetzt durchgekriegt. Das Feld steht noch an als kleiner Höhepunkt und dann werden wir davon auch erstmal uns eine große Auszeit nehmen. Das ist der Übersichtsplan. Ich werde wieder natürlich mein Bestes geben, um mich daran zu halten und ich hoffe, euch gefällt der Plan und wir hören uns spätestens Mittwoch, was sage ich Mittwoch? Freitag. Wieder zur Bundesliga-Prognose.